Ja, hallo und willkommen zu einer sehr special Episode von Big Boys Podcast. Bei mir und bei uns ist heute die Sarah, Big Girl. Big Girl, genau. Richtig. Sarah, wer bist denn du und wo kommst denn du her und was tust du denn so? Erste Frage ist schwer. Wer bist du? Das frage ich mich auch teilweise. Sehr philosophisch. Jeden Morgen, wenn ich in den Spiegel schaue, ja, vor allem, wenn man älter wird. Also, ich glaube, ihr habt mich eingeladen, weil ich einige Jahre jetzt schon unter anderem auch zu Metal forsche, in den sogenannten Metal Studies unterwegs bin. Momentan arbeite ich am Institut für Musiksoziologie an der Musikuni. Also dort mache ich immer wieder auch was zu Metal. Das holt mich ein, aber wir machen natürlich auch andere Sachen. Wir haben ein großes Projekt zur Musikvermittlung mit einem Kollegen zurzeit am Laufen. Generell Jugendkulturen, Szeneforschung finde ich total spannend. Neue Musik interessiert mich auch, also so mehr aus dem klassischen Bereich. Aber der Metal lässt mich nicht los. Es gab so eine Phase, wo mich das wirklich sehr intensiv begleitet hat, so im Rahmen meiner Diss. Da habe ich eigentlich nichts anderes gemacht. Aber jetzt eben habe ich auch noch so ein paar andere Baustellen. Aber ich versuche trotzdem, so ein bisschen die Infrastruktur an der Uni zu halten. Also wir hatten da Konferenz und auch so Workshop-Tagung vor ein paar Jahren zu Black Metal. Und ja, es ist irgendwie kriegt man halt auch immer noch so Anfragen. Ja? So wenn ein Kollege aus Koblenz schreibt, ich mache eine Tagung zu Soziologie der Hölle, magst du da nicht was aus dem Metal beisteuern? Dann sitzt man da und sagt, eigentlich habe ich keine Zeit. Aber das Thema ist so geil. Ich bin da so neugierig drauf. Ich muss da jetzt einfach nochmal was zu machen. Und dann ist man schon wieder drin. Oder es fragen so komische YouTube-Channels oder was auch immer. Komische Big Boys an. Genau. Worüber hast du denn das geschrieben? Ja, das Schwarzmetall und Todesblei war der Titel. Es ging so zum Umgang vor allem der Anhängerinnen mit Black Metal und Death Metal in Deutschland. Also es war so auf Deutschland begrenzt und für mich war der Fokus so auch auf die Anhängerinnen ganz wichtig, weil ich fand, es wird viel Interessantes auch natürlich zu den Bands immer wieder produziert, auch so in den Szenemedien und so weiter. Aber die Perspektive der Anhängerinnen, was die eigentlich damit machen, wie die mit der Musik umgehen, was es für sie bedeutet, das hat mir manchmal so ein bisschen gefehlt. Ja, und dann habe ich eben Leute befragt auf zwei Festivals. Ich war auch mit einer Band im Studio, weil ich bin zwar auch Musikwissenschaftlerin, aber mir war trotzdem en Detail nicht so klar, wie dieses wahnsinnig komplexe Phänomen Death Metal war es in dem Fall funktioniert. Und habe mir das dann so in einer Feldforschung näher angeschaut und dann das zusammengebracht in dieser Diss. Ich habe die übrigens gelesen, die ist tatsächlich empfehlenswert. Wir werden sie auch in den Links euch anhängen. Genau. Und du hast auch auf der Musikwissenschaft in Wien mit ein paar Leuten was geschrieben. Genau, mit Jakob Schermann und Nikolaus Uranek. Das war ein Buch, das ist aus einer Tagung zu Black Metal und aus einem Workshop hervorgegangen. Das war, also das Buch ist 2018 veröffentlicht und ich glaube, die Tagung war so ein, zwei Jahre vorher. Da ging es auch wieder so ein bisschen mehr drum, was machen die Leute eigentlich damit? Ja, also wir haben uns von Satyricon-Clip ausgesucht, Mother North. Und da ging es eben genau drum, so auch ein bisschen mehr oder besser zu verstehen, was sehen die Leute darin? Ja, also vor allem auch wirklich die Fans. Da hatten wir schon auch die Unsicherheit, also kommen denn die Fans zu dieser Tagung oder ist eben irgendwie Musikuni oder Forschung irgendwie schon so eine Barriere, dass man denkt, gehe ich da hin? Aber es war richtig cool. Okay. Also als ich war tierisch aufgeregt, da in diesen Saal gekommen bin und es war total schwarz, habe ich gedacht, ja, passt. Sehr cool. Cool. Und die Leute haben auch echt in diesen Workshops, die wir am Nachmittag hatten, mitgearbeitet und es war wirklich spannend zu sehen, was Fans wissen. Ja. Also, dass sie ein unglaubliches Wissen auch aus unterschiedlichen Perspektiven haben. Also, teilweise Leute wirklich, die haben, da hast du gemeint, die haben ein Studium der nordischen Mythologie hinter sich. So genau kennen sie sich damit aus. Das hat mich absolut fasziniert. Ja. Super cool.
Und das ist aber sowas, was im Alltag so wenig sichtbar ist. Und das finde ich schon spannend, das so ein bisschen zu forcieren, auch das wahrzunehmen. Ne? Ja. Die Fans wissen mehr, als man glaubt. Ja. Das sehen wir auch immer wieder, wenn der Peter und ich und der Jörg über Sachen reden. Wir wissen mehr, als wir glauben, und wir wissen weniger, als wir denken. aber das ist super, super spannend, das ganze Ding. Wie bist du dazu gekommen, dass du zu Metal wissenschaftliche Literatur schreibst? Es ist nicht so, ist ja nicht so selbstverständlich. Mhm. Also ich habe mich selber gewundert im Zuge von meinem Musikwissenschaftsstudium, wo ich eben auch beim Herrn Urbanek eine Arbeit schreiben durfte. Und mich hat das schon ein bisschen gewundert. Okay, gibt's was zum Metal oder gibt's nichts zum Metal? Wie kann man, schreiben da Leute wirklich drüber? Ist das okay, dass ich da drüber schreibe? Alle Leute schreiben irgendwie über, ich weiß nicht, Musik von vor 200 Jahren und ich über Blastbeats und keine Ahnung, Leute, die in Mikrofone schreien. Kann man das machen? Wie bist du da dazu gekommen? Also bei mir hat schon auch diese Ermutigung gebraucht. Und ich habe in Oldenburg studiert, einen Studiengang, der hieß Musik in den Massenmedien und Germanistik. Mhm. Und das war für die damalige Zeit, Ende der 90er, Anfang der 2000er, würde ich sagen, wirklich ein fortschrittliches Studium. Also nicht ganz so traditionelle Musikwissenschaft mit so einer Werkzentrierung, sondern relativ offen. Also Technologien haben auch schon eine wichtige Rolle im Studium gespielt. Also wir haben selber zum Beispiel auch Musik hergestellt, also auch wie funktioniert das technisch und so weiter. Und ich hatte da einen Professor, Wolfgang Martin Stroh, bei dem ich meine Abschlussarbeit schreiben wollte. Ich hatte eigentlich ganz andere Ideen. Also ich hatte so überlegt, ich fand es auch zum Beispiel Musik in Konzentrationslagern so ein Thema ganz interessant. Da gab es auch oder gibt es auch einige Forschung zu. So als Beispiel. Und ich war bei ihm und er hat sich das angehört und hat gesagt, ja, das sind spannende Themen auf jeden Fall. Aber ich habe gehört, du legst da in so einem Club auf, so ganz düstere Musik, Metal oder so, mach doch dazu was, da gibt's nichts. Und ich so, hä? Der will wirklich so, dass ich irgendwie zu so einer Alltagspraxis eigentlich ja auch von mir was mache. Das war wirklich so krasse Idee, ja. Und das habe ich mir so ein bisschen überlegt. Ich habe da auch dann mit Freundinnen aus der Szene damals gesprochen, die so, ach Quatsch, das braucht kein Mensch und so, ja. Und dann habe ich genauso wie du angefangen, mal so ein bisschen rumzustöbern. Mhm. Was gibt's da überhaupt was? Es gab verdammt wenig. Ja, es gab die Studie von Rocker, Bettina Rocker zu Heavy Metal. Dann so ein bisschen was aus dem US-amerikanischen Raum, Weinstein, Walser. Mhm. Und dann hat es Anfang der 2000er aber schon ziemlich aufgehört. Mhm. Ja, so ein paar, also es gibt schon Hellspat zum Beispiel. Ah, habe ich nicht. Ja, eine Zauberkiste, ja? mit lauter Büchern. Mit, ja. Büchern. Der hat halt über, hier wie man sieht, Okkultismus und Jugend geschrieben. Und da gibt es ein Unterkapitel, wo es speziell um Metal geht. Also da hat man auch noch ein bisschen was finden geben können. Aber es war echt sehr überschaubar. Und dann habe ich gedacht, ja, das probiere ich. Okay. Und wie das so ist am Anfang, ich hatte ja eigentlich wenig Zeit. Also man hat in Deutschland ein halbes Jahr Zeit, um so eine Magisterarbeit zu schreiben. Wirklich? Ja. Und wow. Also das ist auch sehr streng. Und dadurch ist so diese Magisterarbeit noch relativ schmal. Also es begrenzt sich so auf Themenbereiche wie diese typischen Vorwürfe, die es so an die Szene gab. Also alles das sind Satanisten. Viele Leute, das sind Satanisten, das sind Nazis. Oh Gott. Die sind gewaltbereit, ja. Okay. Also gerade dieses Nazi-Ding war sehr präsent zu der Zeit damals auch noch, ja, so klassische Vorurteile, ja. Und das habe ich mal untersucht mit den Leuten vor Ort dann, das war eine kleine empirische Erhebung. Und als ich damit fertig war, habe ich gedacht, ja, okay, also man hat das jetzt mal so angebohrt. Aber ich war total auch irgendwie unzufrieden, weil ich gedacht habe, boah, das sind so komplexe Phänomene, das ist so groß. Und ich habe das irgendwie jetzt auf diese Problemkreise ja auch beschränkt. Das ist mir zu wenig. Ich will das noch genauer wissen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich setze da diese Diss drauf. Mhm. Und das hat mich dann viele Jahre meines Lebens intensiv beschäftigt. Ja, wenn man auf nicht so viel bauen kann, das ist ein bisschen mühsam dann auch. Und das ist halt,
dieser Klopper ist sogar dabei rausgekommen. Ich muss auch sagen, das beschränkt sich ja jetzt mal nur auf Black Metal und Death Metal, ja. Deutschland, Fokus, Anhänger. Ja, da ist genau. auch ganz viel natürlich nicht drin. Ja? Ja. Aber man sieht schon, was man allein, wenn man diese zwei bisschen vergleicht, diese zwei Praxen sozusagen, da kann man unglaublich viel zu machen. Ne? Ja. Da gibt, und das habe ich nämlich auch herausgefunden, weil ich habe dann auch im Zuge von meiner Masterarbeit jetzt mich näher mal beschäftigt damit, was gibt es denn zum Metal eigentlich? Und dann bin ich auf etwas gestoßen, das mich zuerst sehr amüsiert hat, bis ich gecheckt habe, das gibt's wirklich. Und zwar waren das die Metal Studies. Und ich habe mir gedacht, okay, das ist interessant, Metal Studies, was genau ist das? Und habe auch herausgefunden, es gibt tatsächlich ein wissenschaftliches Feld, das sich mit Heavy Metal und oder mit Metal, eigentlich Metal, beschäftigt. Und das war für mich mind-blowing. So, okay, weil es halt, muss ich sagen, es fühlt sich halt schon oft so an, auch im Musikwissenschaftsstudium hat es sich angefühlt, lange Zeit so, als wäre man damit alleine. Ich meine, ich kenne den Jakob zum Beispiel auch. Und natürlich trifft man sich dann irgendwie vor dem Institut und redet halt so ein bisschen drüber. Aber mit Ausnahme von wenigen Professoren, eben auch meinem Betreuer, gibt es halt nicht so viele Leute, die sich damit auch wirklich auseinandersetzen oder auskennen. Oder wenn halt hauptsächlich Black Metal als soziologisches Konstrukt, so die Jugendkultur. Mhm. Aber nicht so dieses, okay, was steckt eigentlich noch dahinter? Also das Gefühl des Alleinseins mit diesem sehr speziellen Feld, Forschungsfeld, das kenne ich wirklich zu gut. Und das ist nicht einfach, gerade wenn man sich auch über Jahre dann damit beschäftigt. Und ich glaube, genau aus diesem Gefühl raus, man ist eben nicht allein, man weiß bloß gar nicht, wo die anderen sind, sind die Metal Studies dann irgendwann entstanden. Man muss ja auch sehen, dass man schon vielleicht mehr, als wenn man zu Mozart oder zu Beethoven oder zu Wagner die zehntausendste Arbeit schreibt, mit diesem Thema unter einem gewissen Rechtfertigungsdruck steht von Anfang an. Ja. Und das ist auch was mich ziemlich aufregt, ja, weil ich mir denke, warum soll Metal weniger erforschungswürdig sein als andere Musikgenres? Ich finde genauso, dass auch Schlager erforschungswürdig ist, ja, oder Hip-Hop oder Techno. Aber generell diese Popular Music Studies gibt es überhaupt erst ja auch seit den 80er Jahren. Also man hat ganz schön Verspätung. Und wie ich schon gesagt habe, auch die ersten Metal-Publikationen ab Anfang der 90er Jahre. Ja. Ja. Damit sind wir auch ja, Jahrzehnte hinter der Praxis. Ja. Hinterher, kann man ja sagen. Ja. Das ist zwar in der Forschung fast immer so, dass die sehr langsam ist. Ja. Aber ja, dieses Gefühl des Alleinseins. Und ich glaube, das war wirklich so dieses Moment. Das ging dann von Großbritannien aus, dass zwei Forscher gesagt haben, wir machen mal eine internationale Tagung. Mhm. Und die war 2008 in Salzburg, in einem ziemlich schicken Hotel. Auf österreichischem Boden, ja. Ja, genau. Und da waren gut 30 Leute aus aller Welt, wirklich, also aus Skandinavien, USA, Österreich, Deutschland natürlich, Schweiz. Du warst dort? Ich war dort, ja, yeah, ich war dort. Das war auch wirklich was Besonderes. Und wir haben da, ich glaube, 3 Tage waren das, von morgens bis abends über Metal gequatscht. Ja. Über Metal und unsere Perspektiven da drauf. Es war auch interessant, weil das ganz Leute mit ganz unterschiedlichem Hintergrund waren, also Philosophinnen, Soziologinnen, Musikwissenschaftlerinnen, Sprachwissenschaftlerinnen, ja, also alles Mögliche. Und dieses Gefühl, ja, man ist gar nicht allein. Es gibt Leute, die dazu was machen. Wir wussten es bloß nicht. Das hatte auch wieder so einen Knalleffekt und die Leute haben sich seitdem vernetzt. Mhm. Also da kam ganz schnell eine Mailingliste hinterher. Also wir sind in Kontakt, es gibt jetzt so eine kleine Society, die kümmert sich darum, dass regelmäßig Tagungen stattfinden, alle 2 Jahre eine internationale. Da kommen auch Papers regelmäßig. Genau, wir haben ganz, ganz spannende Themen. Ein eigenes Journal. Ja, ein eigenes Journal, genau. Metal Music Studies, also wo auch immer so die aktuellsten Artikel rauskommen. Ich meine, damit ist unglaublich viel Arbeit natürlich auch wirklich verbunden. Aber es tut sich was, das sind alles so Prozesse der Institutionalisierung und des Austausches, der wichtig ist. Und ich würde sagen, so weltweit sind es bestimmt 150 bis 200 Leute, die zu Metal forschen. Ja. Das ist nicht wenig. Das ist schon spannend, das ist super cool, weil wie gesagt, eben dieses auch Gefühl, wenn man halt Kollegen auf der Uni fragt, so, ja,
was machst du? Ja, ich schreibe die Arbeit über Bachs so und so vielte oder Mozarts Symphonien oder Schuberts Winterreise. Was machst du? Weißt du, was Blasbeats sind oder was gutturaler Gesang ist? Nein? Schau, da, das. Was? Das kann man, dazu kann man forschen. Ja. Gar nicht so wenig eigentlich. Ja. Also ich meine, ich hätte schon 20.000 Forschungsideen, was noch alles gemacht werden muss. Ja, aber also manchmal hat es ja auch einen Vorteil. Ja? Also wenn man so ein Thema hat, was eben nicht so das übliche 0815-Thema ist. Also ich habe da auch, das will ich jetzt nur sagen, um so diesen Eindruck, dass es jetzt nur negativ ist. Man muss ein bisschen kämpfen. Ja. Aber ich will es auch korrigieren. Ich habe, glaube ich, schon auch, klar, ich habe da ein gewisses Branding jetzt natürlich schon drauf, so in der Wissenschaftslandschaft. Aber ich weiß nicht, also mit diesem Thema, die DIS ist auch durch ein Stipendium unterstützt worden und die waren da ziemlich cool. Und gesagt, ja, das sind ja auch Leute, die da in irgendwelchen oberen Etagen sind. Und gesagt, ja, das ist ein interessantes Thema, mach mal. Ja. Ja. Also das kann auch manchmal von Vorteil sein, wenn man eben nicht das macht, was sowieso alle anderen machen. Das ist nämlich das Lustige, auch wenn ich mich alleine gefühlt habe, den Support von den Professoren habe ich bekommen, weil beide Bachelorarbeiten von mir waren über Metal. Und in der zweiten war das eigentlich in einer Vorlesung über Goethe, Vertonungen von Goethe-Texten. Und die Professorin, die ist leider Gottes, ist sie vor ein, zwei Jahren verstorben, ist drinnen gesessen und hat sich beinahe angehört von Gretchen am Spinnrade irgendwie, die Lieder, und dann halt von Human Abstract Faust. Und das war sehr spannend zu sehen, sobald irgendwie das Intro losgeht. Aha, okay, ja, der fängt an zu schreien. Und aber es war, wie gesagt, der Support war da. Sie hat das wirklich von Anfang bis Ende, sie hat super cooles Feedback und war sehr positiv drüber. Also, so wie du sagst, man darf nicht nur Negatives sagen, aber es ist natürlich so, dass man ein bisschen das Alien ist auf der Uni. So. Auch so unter den Mitstudierenden halt. Aber ja, ich meine, ich habe es ja auch gerade erzählt. Also bei mir war auch tatsächlich dieser Professor eben, der das gesagt hat, mach das doch. Ja? Mach das doch, ja. Also wenn man Leute hat an der Uni, die eben diese Offenheit haben und dann auch sagen, ja, mach halt das. Das ist cool und es gibt immer wieder solche Leute. Ich glaube, das ist das Wichtige, die einfach offen sind. Ja. Um meinen Betreuer zu zitieren, wenn nicht sie jetzt, wer soll es denn dann machen? Und ich meine auch wirklich so, also ich denke halt so, ja, da mögen Leute drüber lächeln, aber ich glaube, aus so einer historischen Perspektive wird das mal ganz, ganz spannend, weil natürlich diese Bücher, das ist was Schriftliches, die stehen in Bibliotheken und was schriftlich ist, das überlebt ja. Also das ist zumindest die Erfahrung, die wir, glaube ich, bisher aus der Geschichte haben, das überlebt relativ stabil. Ja, ob wir in 100 Jahren irgendwie Abspielgeräte haben, mit denen wir unsere Schallplatten oder CDs oder was weiß ich was bedienen können, das wissen wir ja gar nicht. Das ist das Richtige. Ja, aber Leute in 100 Jahren können wahrscheinlich noch in die Bibliothek gehen oder zumindest sich irgendwie auf ihren Geräten was nachlesen. Wir haben Leute im Jahr 2020 oder so, Metalcore oder in den 90er, 2000er Jahren Black Metal oder Death Metal, wie sind die damit umgegangen? Wie haben die das wahrgenommen? Was hat das für sie bedeutet? Und das ist was vergeht. Und wenn wir das jetzt nicht dokumentieren, ist es weg. Ich meine, was würden wir heute dafür geben, wenn wir wüssten, wie die Leute im Publikum bei Beethoven oder so das empfunden haben, was das für sie war? Wir haben da so ein paar Berichte drüber, vielleicht aus historischen Zeitschriften oder so, aber wir wissen nicht wirklich viel. Ich bin wieder beim Publikum, bei den Anhängerinnen. Was war das? Aber das finde ich auch total wichtig. Das war auch so interessant, wie ich zum Beispiel aus 1991 von der Dina Weinstein gelesen habe und mir gedacht habe, wow, das ist so alt, wie es richtig ist. Ja? So alt, wie es richtig ist. Weil ich eben, und ich habe das gemerkt, wie ich ein bisschen versucht habe, Musikgeschichte für Metalcore zu machen. Brauchen wir auch Metalcore, gibt es Kinder, Metalcore gibt es jetzt bald seit 20 Jahren. Wir sollten anfangen, irgendwie zu sagen, wo das angefangen hat. Und ich sitze da halt durch diese zigtausend YouTube-Interviews mit Leuten und ich denke mir, es ist wichtig zu festzuhalten, weil es sind jetzt schon Leute, die halt durch diesen Wandel nicht mehr wissen, ja, wie war das damals mit Killswitch Engage? Oder dass neuere Leute sich halt denken, wer hört sich denn bitte noch, keine Ahnung, Shadows Fall an oder, ich weiß nicht, die frühen Trivium-Sachen oder sowas. Und da halt schon noch
das schon super spannend ist, wie das Ganze zustande gekommen ist. Wie du angefangen hast zu forschen und jetzt, was sind so die stärksten, also die extremsten Veränderungen für dich, die du mitbekommen hast? In der Forschung, jetzt in der Mittelforschung. Ja, und auch als ja, verbunden, oder von der Praxis her, verbunden, ja. Herr Praxis, so Fan und Forschung, also was erlebst du mit da? Du erlebst ja super viel Veränderungen eigentlich mit, noch einfach bewusster als andere Leute. Wir erleben sie alle mit, aber die wenigsten von uns halt so bewusst wahrscheinlich wie du. Genau, also so von der Praxis her, also wenn wir es wirklich im Metal schauen, wie transformiert der sich, ist natürlich so, dass, wie du schon gesagt hast, also manche Genres oder Stile, die verschwinden nicht, aber sie gehen ein bisschen vielleicht zurück in der Aufmerksamkeit der Leute, die eben jetzt ganz aktiv, intensiv Metal hören, verbreiten. Und es kommt aber Neues natürlich dazu. Ja? Mhm. Es ist etwas an Alter gekoppelt. Ich merke selber wirklich zunehmend, dass ich ein Kind irgendwie bin, das ganz stark mit Black Metal und Death Metal irgendwie sozialisiert ist. Dazu habe ich auch einen Bezug, das kann ich nachvollziehen. Während so, ich merke schon die neueren Richtungen, ich verfolge das. Mhm. Also so diese dritte Welle im Black Metal, wenn man will, oder was du gesagt hast, Metalcore und so weiter. Aber ich kann es nicht mehr so hundertprozentig nachvollziehen, wie ich Black oder Death Metal verstehe. Und das ist für mich so ein Punkt, das ist mit keiner Wertung verbunden, aber wo ich mir denke, es ist auch gut, dass jetzt so eine Metal-Forscherinnen-Generation nachwächst, die damit sozialisiert sind und die da einfach einen anderen Zugang zu haben. Ja. Deshalb nochmal so, ich versuche wirklich so bei dieser Infrastruktur zu bleiben, also wir machen was. Aber ich selber bin da nicht so hundertprozentig drin. Ich habe auch familientechnisch und so weiter nicht die Möglichkeit, leider so viele Konzerte zu besuchen, wie ich müsste, um da kompetent über die neuesten Ausformungen zu sprechen. Ja. Das ist einfach so. Ja. Und ich finde es ja auch ganz okay, wenn die jungen Metal-Forscherinnen noch genug Zeugen verbleibt. Ja. Seid ihr halt einmal dran. So jung sind auch die jungen Metal-Forscher immer. Ja. Ja, wie gesagt, wir kommen ja immer ein bisschen zu spät, aber ihr seid. Genau, das ist schon richtig. Also auch ich hab noch Momente, wo ich mir denke, so, was ist das? Und wieso hat seine Gitarre 8 Seiten? Nein, gibt's bei Call of Mothership gibt es auch 8 Seiten. Also ich kenne 8 Seiten Gitarre. Ja, aber es sind schon, also ich zum Beispiel schwebe da so ein bisschen in so einer Mittelwelt zwischen Oldschool sozusagen, also Oldschool ja Fresh, also aus dem Fresh-Bereich halt, halt bis Power Metal bisschen und halt diese ganze Viking-Welle mitbekommen, das ist halt, keine Ahnung, die ganzen Pagan-Sachen. Und jetzt halt auch die ganzen, ab dem Metalcore, die ganzen neuen Sachen, Deathcore, Djent. Und da stelle ich mir schon ab und zu die Frage, bei Deathcore zum Beispiel, was denken eigentlich Lars und Black Metal über Deathcore oder Bands wie zum Beispiel Die Art is Murder haben ja auch ein Pentagramm in Weiterverwendung. Was denken sich Leute aus der Black-Metal-Szene drüber? Das ist eine gute Frage, die kann ich auch nicht beantworten, weil da müssten wir die Leute, die jetzt vielleicht 40 oder 50 sind und die hier die Black-Metal-Szene auch wesentlich mitgestaltet haben, tatsächlich auch fragen. Ja, das ist richtig. Ja. Aber es ist, also ich glaube, so, wo du auch so ein bisschen hindeutest, was schon ganz spannend ist, und das ist so ein Punkt, der mich gerade beschäftigt, ist, was sind eigentlich so die Referenzsysteme sozusagen? Ja? Also wenn wir mal schauen, wie Heavy Metal so entstanden ist, so Ende 60er, Anfang 70er, also wirklich so die ersten Metal-Bands, Übergang Hard Rock, Metal. Ja. Auf was beziehen die sich? Mhm. Auf wen beziehen die sich? Ja. Nicht nur auch in musikalischer Hinsicht, sondern, also oder Musik ganz weit gedacht, was sind visuell wichtige Codes? Was sind inhaltlich von den Lyrics her wichtige Codes? Körper. Wie kleiden die sich, wie maskieren die sich oder auch nicht und so weiter. Ja. Also wenn wir da hinschauen, dann, also es ist relativ schwierig, dass man erstmal rausfindet, auf wen beziehen die sich. Sind das Bands? Spielen Filme eine relativ wichtige Rolle bei manchen Bands? Mhm. Es können auch Bücher sein, Originalschriften, ja, Bibel, Edda, was auch immer. Ja.
Natürlich auch satanische Schriften, vor allem Ende der 60er Jahre war das, glaube ich, ganz wichtig so. Und jetzt fängt also dieses System Metal an zu laufen. Ne? Es rücken Bands nach. Und jetzt müsste man mal schauen, auf wen beziehen die sich jetzt eigentlich? Beziehen die sich immer noch auf diese ersten Quellen, quasi Originalquellen, oder beziehen die sich auf andere Bands? Zitieren die Edda oder zitieren die Bathory wegen mir? Ja. Und je länger dieses System sich jetzt weiterentwickelt und wächst, desto unklarer wird, ob das quasi eine Fremdreferenz ist oder ob sie die Metal-Szene sich selbst referiert sozusagen. Ja. Das wird dann ganz spannend, wenn quasi Übersetzungsfehler passieren, ja, also dass quasi ein Code falsch übernommen wird. Dann kann man es manchmal zeigen, wo der eigentlich herkommt. Metal ist, glaube ich, ein ganz stark selbstreferenzielles System. Also da kannst du vielleicht besser was zu sagen, weil du ja auch in Bands spielst. Also wenn ihr einen Song schreibt, auf welche Medien geht ihr? Was ist da wichtig? Ja? Orientiert ihr euch an anderen Bands, die eben gerade coole Sachen veröffentlicht haben? Oder was sind eben Quellen, die ihr benutzt, auch für Ideen, die dann auftauchen in den Songtexten oder so? Ja? Oder warum habt ihr euch bei The Negative Bias dazu entschieden, komplett quasi als Wesen aufzutreten, komplett maskiert, dass man die Person nicht sehen kann? Das ist total spannend, ja. Aber ich frage mich immer, ja, wo kommt das jetzt eigentlich her? Wo ist der Origin, ja. Zur Info, ich habe die Sarah in Innsbruck schon vor Jahren kennengelernt, wo ich aber noch nicht wusste, wer die Sarah ist. Da habe ich nämlich ausgeholfen am Bass bei The Negative Bias. Und ja, da war es ähnlich wie bei Call the Mothership, war da sehr viel Kostüm im Spiel. Ja. Ich habe es mit Masken irgendwie, also Call the Mothership-Maske. Okay. Ist cool. Das ist ein super cool. Gutes Beispiel, Maske. Ja. Ja, das fasziniert mich immer wieder und man sieht es ja auch gerade so in diesen neueren Black-Metal-Bands, dass Maskierung eine ganz wichtige Rolle spielt. Und zwar bis hin zur totalen Anonymität. Die Person ist nicht identifizierbar. Es ist auch nicht identifizierbar, es ist ein Mann, es ist eine Frau eigentlich dahinter. Das ist auch wurscht irgendwie. Ja. Was soll das? Was soll das eigentlich? Und woher nehmen die Bands diese Idee? Da fand ich super spannend, dass Ghost, die Band Ghost, dass die sie schauen aus, als würde die Musik jetzt auf 200 BPM anfangen mit irgendwas. Ja, also von der Aufmachung her habe ich mir gedacht, okay, cool, Behemoth auf neu. Und dann habe ich die Musik gehört und ich mir gedacht, na, wirklich? Ich meine, ich muss so sagen, ich liebe, die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich liebe Ghost. Ich finde es unglaublich gut vom Marketing und vom Aufbau her. Aber das ist eben genau das Ding. Was ist das Referenzsystem vom Tobias Forge, wie man sagt, wie auch immer man ihn ausspricht. Weil ich weiß, dass er riesiger zum Beispiel Fan ist von Bands wie Metallica, aber auch eben in extremen Bands gespielt hat und auch extrem viel, also diesen ganzen Kult, die ganze Kultgeschichte eben aus dem Black Metal bedient. Und das fand ich eben so ein super lustiges Crossover, weil, und da habe ich mir am Anfang schon gedacht, oh, der wird sehr vielen Leuten ins Bein pinkeln mit dem. Weil es eben die Vermischung von der Ästhetik und von der Musik. Musik ist eher so Richtung Hard Rock und ja, Glam Rock aus den 70ern, vielleicht 80ern. Und dann aber diese Aufmachung. Also das finde ich schon spannend. Das sind nämlich zwei verschiedene Referenzsysteme am Werk. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, ne? Dass da teilweise, je jünger die Praxis ist, dass es mehrere sein können. Und das ist dann unglaublich schwer zurückzuverfolgen. Ich meine, wenn man schaut, wo Masken eine Rolle spielen, dann können wir auch in der Geschichte ganz weit zurückgehen. Und es ist auch ein Punkt, der bei heidnischen Totenfeiern zum Beispiel eine wichtige Rolle gespielt hat. Wir finden es aber auch schon natürlich im griechischen Theater. Ich meine, wir werden das nicht komplett wahrscheinlich lösen können. Ja? Aber das sind genauso Fragen, die mich interessieren. Ne? Also, woher habt ihr diese Idee? Ja? Und das ist so ein Punkt, und ich glaube, das ist auch was, wo sich vielleicht Wissenschaftlerinnen und Musikerinnen ganz gut begegnen können, dass sie in so einen Reflexionsprozess einsteigen und sagen, ja, muss ich selber nochmal drüber nachdenken. Oder auch bei einer Band, ich meine, da spielen mehrere Leute in der Regel, wenn man, es gibt natürlich auch viele
One-Man- oder One-Woman-Acts irgendwie, aber wenn mehrere Leute beteiligt sind, wird es nochmal komplizierter, weil die teilweise ganz unterschiedliche Ideen wieder dazu haben, warum man das eigentlich tut. Richtig, ja. Das ist auch was, was ich öfters gehört habe jetzt mit Leuten, wenn ich mich unterhalten habe, zu eben neueren Metal-Strömungen, dass da zum Beispiel, da merkt man diesen Wandel auch ein bisschen von Grundideen, weil wenn ich jetzt denke, was war für Leute im Death Metal wichtig, vom Grundgedanken her. Ich sage jetzt nicht Ideologie, das wäre ein bisschen zu stark, aber vom Grundgedanken her, also Death Metal ist es against the world, ja, zerstören. Wenn ich halt denke an die Bands, mit denen ich, also Cannibal Corpse oder ich weiß nicht, Cataclysm, solche Sachen. Und das, ich merke, da ist schon ein bisschen ein Bruch drinnen zu dem, was wir jetzt haben, zum Beispiel in den moderneren Metalcore-Sachen, die ja sehr viel aus dem Hardcore auch borgen von Grundgedanken, dieses Vereintsein, zusammen. Und wo man sich dann schon irgendwie fragt, okay, was an diesem veganen Stoffbeutel ist nochmal Anti-Society? Und das Lustige ist, was ich vielleicht, ich weiß nicht, wie, ob du das auch schon erlebt hast, dass tatsächlich die Rebellion ist bei vielen von den neueren Bands, ist die, sozusagen, ist nicht gegen Gesellschaft, sondern praktisch proaktiv für die Welt. Also nicht mehr dieses gegen, ich bin gegen die Welt, sondern ich bin gegen die Zerstörung von der Welt. Und das ist irgendwie so dieser Rebellionsfaktor, hat sich irgendwie gedreht von, nein, wir sind, also es ist noch immer so, dass die Screw-Up Metal Bands sind gegen etwas, aber es ist gegen was anderes, hat sich gewendet. Es ist nicht mehr gegen das, was es vor 10 oder 20 Jahren mal war. Ja, das ist interessant und es ist gleichzeitig wahnsinnig kompliziert. Also, ja. Es ist, wie du sagst, es gibt, glaube ich, ganz so große Themen. Freiheit, das ist so ein anderes Thema. Rebellion, also oder auch Misstrauen gegenüber Autoritäten, wer immer das jeweils dann ist. Ja. Das sind so Themen, die dieses sehr, inzwischen ja sehr komplexe und ausdifferenzierte Metal-Universum irgendwie zusammenhalten. Ja, man muss ja aufpassen, dass es nicht so ausfasert, dass man keine Beziehung oder keinen fixen Bezugspunkt mehr hat. Ja? Und dazu gibt es diese ganz großen Themen. Tod ist auch so eins. Das durchzieht viele, viele Subpraxen oder Teilkulturen von Metal. Ja? Wie das dann aber gespielt wird, das ist unterschiedlich. Ja. Also wenn du schaust, wie wird Tod im Black Metal verhandelt, dann funktioniert das auf eine völlig andere Weise, ja, als wenn du in Death Metal schaust, wo das dann ziemlich konkret wird, sag ich jetzt einmal. Ja? Ja. Und das ist spannend. Also man hat das gemeinsame Thema, aber wie es dann jeweils ja, gespielt wird sozusagen, ist unterschiedlich. Und das ist witzig, weil so gleichzeitig Integration als auch Abgrenzung gelingt in einem. Spannend. Kann ich noch ein Buch herzeigen, was das auch... Zeig, ja? So viel wie du kannst. Ja. Das ist von Manuel Trummer, Kulturwissenschaftler, der hat genau das, was dich da gerade interessiert, mal an der Figur des Teufels durchgespielt. Ja? Also in welchen Gewändern sozusagen tritt der Teufel im Rock und im Metal auf? Ja. Ja, und man sieht, man kann allein zu dieser Frage so einen Wälzer schreiben. Ja. Und der Teufel, der verkleidet sich immer wieder neu, immer andere Gewände. Mal ist er mehr der Zerstörer, mal ist es mehr so der Befreier sozusagen, ein Trickster. Also er macht da ganz verschiedene Typen auf und verknüpft es eben mit verschiedenen Spielpraxen des Metal. Und genauso könnte man das jetzt an anderen Themen beispielsweise durchspielen oder an anderen Praxen. Masken, Verkleidung, ja, nächster Wälzer frisch erschienen von der Anna, die du ja auch kennst. Ah ja, genau. Anna-Katharina Höpflinger in der Schweiz. Die hat jetzt so ein Buch allein über Kleidung der Black-Metal-Szene geschrieben. Also wo es nur um die Art und Weise, sich zu kleiden und was das soll und welche Funktionen das übernimmt, gerade rausgebracht hat. Ihre Habilitation übrigens. Ja. Wow, super cool. Also ziemlich cool. Ja, auch eine sehr, sehr, sehr... Also man sieht, wir spielen uns, glaube ich, schon gerade damit, wir nehmen uns so kleine Felder raus, sozusagen. An dem wir mal versuchen, auch das historisch durchzuspielen. Und es ist schon ganz interessant. Also Trummer zum Beispiel, der sagt,
also genau das, was ich so über Gewalt, Thema Gewalt im Death Metal geschrieben habe, findet er auch raus für die Figur des Teufels im Metal generell. Also so, dass über so bestimmte Motive sozusagen, dass man erstmal markieren kann, dass es Metal, ja, das ist so ein Code, ja. Aber wie es dann im Einzelnen gemacht wird, dass man damit so Szenegrenzen sozusagen markieren kann. Mhm. Ja. Genau, und das ist so dieses Wechselspiel. Also einerseits ist ja auch wichtig, dass Metal als Universum nach außen sozusagen andere Popmusik oder überhaupt andere Musik generell sich abgrenzen kann. Das muss funktionieren. Ja. Und gleichzeitig innerhalb muss die Abgrenzung auch stattfinden. Und da gibt es ja unglaubliche Kämpfe. Ja. Was ist authentisch? Was ist guter Metal? Was ist true? Ja. Ja, weil jedes neue Genre auch, was da kommt, und ich glaube, da kannst du auch viel erzählen, wenn das kommt, dann bringt das ja das, was man bisher hatte, ganz schön durcheinander. Mhm. Ja, das ist ja wie so eine Mini-Revolution. Und da wackeln Diskurse, da wackeln Spielpraxen. Mhm. Ja? Also ich muss was niederreißen, um was Neues reinzubringen. Und deshalb gibt es auch immer diesen Streit am Anfang. Ist es noch Metal oder nicht? Ja. Ja. Und das zeigt sich dann oft erst so mit einigem historischen Abstand eigentlich, ob das so seinen Platz finden konnte sozusagen. Aber das ist ganz typisch dafür, so ein Anzeichen, wenn was Neues kommt, dass es umkämpft ist. Ja. Das ist ja super, super spannend. Das Ganze. Eben, ich kann mich erinnern an die, was mir jetzt gerade gekommen ist, eben die Diskussion über Djent als Genre oder Djent als Sound, wo die Diskussion auch noch immer angeht. Ich bin da eher auf dem Standpunkt, Djent ist ein Sound, der eingeflossen ist in ein bestehendes Genre und dadurch das Genre auch verändert hat. Grundsätzlich, end of the line von der Diskussion ist meistens Meshuggah. Ja, genau. Was ist Djent? Meshuggah. Ja. Schauen wir bei Meshuggah nach. Ja. Und es gibt übrigens ein super spannendes, das habe ich gesehen letztens, von Herman Lee, vom Gitarrist von Dragon Force, mit Misha von Periphery, wo der Misha tatsächlich die Origin von Djent erklärt, mit den, wo, in welchem Forum das passiert ist und so weiter. Wir posten das runter in die Description. Das ist super spannend, weil das ist echt, ich bin da gesessen so, es ist endlich, ist es die, ich kannte schon, wie sie darüber reden, aber das ist eben auch so dieses, etwas, das irgendwie eigentlich fast zufällig entstanden ist und dann so eine Diskussion lostritt und wie ich mich damit wissenschaftlich beschäftigen soll oder wie ich dann schreibe darüber, wenn das ganze Ding halt noch so voll im Rollen ist. Und das ist jetzt schon Jahre her. Und es ist noch immer nicht, vielleicht sind wir einfach im Metal auch so langsam, dass wir uns entscheiden, ist es ein Genre oder nicht? Ja, es muss ja seinen Platz erstmal finden, wirklich. Ja. Ja. Also das Blöde ist, wenn wir über Wandel sprechen, ist ja, dass man den eigentlich nicht in aktu beobachten kann. Ja. Weil die Neuheit muss so offensichtlich sein und so bestätigt werden durch andere, die das aufnehmen, die den Faden aufnehmen, dass es halt seine Zeit dauert. Ja. Also das heißt, wir brauchen schon einen gewissen Abstand. Das ist wie, als wenn du vor einem, keine Ahnung, impressionistischen Gemälde so davor stehst. Ja? Du wirst nichts erkennen, außer ein paar Farbtupfer. Ja? Wenn du dann ein bisschen zurücktrittst, das ist das Ganze. Ja, ja, das ist es. Und deshalb, ich finde es legitim, das so ein bisschen auch erstmal so laufen zu lassen. Und was halt gerade bei Djent auch schon interessant ist natürlich, dass da Technologien eine ganz wichtige Rolle gespielt haben. Also viel zu Hause auch zu machen, ja, also vom Computer aus machen zu können, Drums aufzunehmen, Gitarren aufzunehmen, direkt zu verarbeiten. Ich meine, das widerspricht eigentlich ja sonst der Spielpraxis im Metal, wo es ganz viel auch um gemeinsames Musizieren ging und geht. Black Metal nehme ich mal ein bisschen aus, weil da ist es auch schon sehr früh gekommen, dass man sehr wohl ganz alleine eigentlich eine komplette Band stellen kann oder einen kompletten Act stellen kann. Ja. Aber ich glaube, das zeigt es auch mal ganz gut. Oder auch, wie du gesagt hast, es gab ein Forum, wo die Musikerinnen diskutiert haben, was sie da eigentlich tun, was das für ein Sound ist und so weiter. Das wäre ja vor 10, 15 Jahren noch technisch auch nicht möglich gewesen. Ja. Und da sieht man eben so, die Rahmenbedingungen, die dann wichtig sind, sind immer andere. Ja, mal ist mehr die Technik wichtig, dass was Neues entsteht, mal sind Ökonomien wichtig, mal
sind gesellschaftliche Faktoren wichtig, deshalb ist Wandel auch nicht vorhersagbar. Ja. Aber ja, ich meine, mir ist die Frage am Schluss, ob das jetzt eine Szene ist oder nicht. Ja, da müssen wir mal ein Szenekonzept hernehmen und das mal durchschauen nach den Kategorien. Da wird schon wieder schwieriger. Ja. Aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, eine Praxis, die ein gewisses Standing erreicht hat, dass da ist, dass diskutiert wird und schon ein gewisses Innovationspotenzial hat, ja, was nicht nur neu ist, sondern was sich halt auch auf gewissen Wege durchsetzen können. Ja, es ist super spannend. Also eigentlich können wir Bestandsaufnahme machen und dann müssen wir warten in 10 Jahren, was drüber gesagt wird. Ja. Mhm. Ich meine, ein Beispiel, das mir jetzt dafür einfällt, ist Nu Metal. In den 90ern, Ende der 90er, war nicht unbedingt das beliebteste Metal-Genre. Aber ich kenne niemanden von meinen Freunden und Bekannten, das geht an alle Big Boys-Zuschauer raus, bitte sagt mir, wenn ich falsch liege, ich kenne niemanden, der sagen würde, dass Chocolate Starfish and Hot Dog Flavored Water von Limp Bizkit ist ein schlechtes Album. I dare you. Ja, das war, also da hat sich schon, also viele Leute, zum Beispiel auch Limp Bizkit generell, der Linkin Park, damals, wie es rausgekommen ist, also ich erinnere mich an die Dokumentation von Sam Dunn, wie hat sie geheißen? Metal Evolution, wo er steht und halt über New Metal redet und der Abschluss von seinem Absatz von dem Kleinen ist, I fucking hated it. Mhm. Und wie halt jetzt Leute über Linkin Park denken und sowas. Also die Leute würden nicht sagen, es ist nicht Metal. Mhm. Damals haben sie sehr wohl gesagt, es ist nicht Metal, weil keine langen Haare und sowas. Genau, also ich glaube, was man sich immer wieder klar machen muss, ist, dass Metal wirklich ein Prozess ist. Mhm. Ja, wir haben immer so dieses, Metal ist irgendwie so das Dinghafte und wir haben ja auch Objekte da drin. Aber tatsächlich, was Menschen über eine Praxis denken, wenn sie irgendeinen Song hören oder so, ja, wenn sie einen Limp Bizkit-Song heute hören, das ist was ganz, ganz anderes als die Leute, die vor, als das Album rauskam, keine Ahnung, 10 Jahre oder so, was die darüber gedacht haben. Hm. Das ist nicht wiederholbar. Und deshalb ist es so wichtig, das zu dokumentieren. Und ich denke auch, dass wie Leute, keine Ahnung, als die original vielleicht noch das gehört haben, als das noch ging, ja, dass das Erlebnisse sind, die sind unwiederbringlich sozusagen. Das ist richtig, ja. Und dennoch kann mir heute, wenn ich ein Album von Death reinlege, das kann mir gefallen. Aber ich mache wahrscheinlich was anderes einfach damit, als die Leute damals. Und das muss man im Hinterkopf behalten. Einfach. Ja, das ist ja ganz, ganz richtig. Also ein guter Freund von mir, der Andres, der auch schon bei uns war, der hat auch geredet darüber, haben wir geredet darüber, dass er tatsächlich noch für den Chuck Schuldiner gespendet hat damals, hingeschickt hat, als sein Geburtstagsgeschenk von seinen Eltern, hat er das Geld genommen und einen Chuck geschickt. Mhm. Ich habe das alles erst mitbekommen, nachdem es schon längst vorbei war. Für mich war Death eine Legende, so in die Richtung, aber nicht mehr dementsprechend für mich auch das Konzept ganz anders von der Band. Okay, es ist einfach nur anders. Mhm. Ja? Mhm. Also das finde ich immer wichtig, das auch von der Wertung irgendwie zu trennen. Man kann ja jetzt nichts dafür, wenn man 20 Jahre später geboren wird oder so. Ja. Ich bin ein riesiger Death-Fan geworden, ja, aber für mich ist halt, ich habe den Chuck halt weder erlebt, also im Fernsehen oder auf MTV oder sowas, noch sie jemals live gesehen. Ja. Mhm. Und das ist halt, das spielt schon eine ganz, ganz wichtige Rolle auch in diesem Begriff von Wandel. Mhm. Eine Frage hätte ich an dich. Und zwar, hast du das Gefühl, dass über Black Metal und Death Metal mehr geschrieben wird, als über jetzt, sagen wir, neuere Richtungen ab 2000, so Metalcore, Gen, Deathcore? Absolut. Und das hat da wieder was damit zu tun, dass der Abstand groß genug ist. Ja. So, also das ist das Erste. Das Zweite ist, dass natürlich jetzt so eine Generation an Metal-Forscherinnen an den Unis langsam ankommt und auch fix ankommt, was wichtig ist. Also ich sag mal, das sind so um die 40 oder so, die eben da doch eine Kulturpraxis erforschen, die sie auch kapieren. Ja? Wie ich schon gesagt habe, so, es ist nicht so, dass mich diese ganz neuen Spielarten nicht interessieren. Mhm. Ich kapiere sie aber teilweise nicht. Ich kann das nicht dekodieren. Ja. Und dann tue ich es auch nicht. Ja? Also ich kann mir das live anschauen und auch sagen, geil, oder das ist interessant, oder ich höre darin auch so ältere Geschichten oder so. Ja. Ich erkenne da Dinge wieder. Und gleichzeitig denke ich mir, ja, das ist,
das ist doch, jetzt kommen die Jungen dran und die sollen dann mal Machen, ja. Also die Frage war nur dazu da, damit ich mein Literaturverzeichnis von meiner Masterarbeit rechtfertigen kann gerade. By the way. So. Entschuldigen Sie, Herr Weber, es gibt einfach keine Literatur dazu. Ja, es gibt sicher sehr, sehr wenig, ja, das stimmt. Aber das hat wirklich nichts damit zu tun, dass es weniger untersuchungswürdig ist, sondern es dauert einfach, weil Leute wie du und andere da eben halt jetzt gerade erst reinwachsen. Aber das fand ich auch das Spannende. Das ist, wie gesagt, deswegen auch großes Lob an meinen Betreuer und an die Leute, mit denen ich arbeiten durfte auf der Musikwissenschaft, auf der Uni Wien, dass eben auch die Motivation gegeben wird, auch mir gegeben wurde, zu sagen, naja, Sie kennen die Primärquellen. Sie kennen die Leute, die das sagen. Das tun Sie doch das jetzt, weil Sie, was können wir gerade machen? Sie können das viel besser beurteilen. Und das fand ich, das war das erste Mal, muss ich ganz ehrlich gestehen, dass ich tatsächlich auch gemerkt habe, ich habe nämlich auch Germanistik studiert, übrigens. anders als auf der Germanistik, das erste Mal auf der Musikwissenschaft gemerkt habe, ja, da ich bin jetzt gerade echt ein Forscher, ein Wissenschaftler. Und da wird gerade werden gerade meine Expertisen und Quellen gefragt. Ich meine, das hat natürlich auch Nachteile, ja, wenn man selbst einen starken Bezug hat zu dem Feld. Man ist nicht so neutral, ja, das ist einfach so. Und manchmal ist es auch hässlich, wenn man sich dann mit Sachen beschäftigen muss, mit denen man sich vielleicht nicht so beschäftigen will. Ja, es ist manchmal auch nicht so ganz einfach. Und man muss immer wieder gucken, wie ziehe ich mich aus dem Feld raus und kriege da auch genug Distanz zu. Und es tut manchmal weh, über Rechtsextremismus zu schreiben oder über Sexismus und so Geschichten. Also man muss das immer dazu sagen. Und dennoch denke ich, dass schon ein Bezug natürlich auch Vorteile hat, weil es ist ein sehr komplexes Phänomen. Und wenn ich da null Zugang zu habe, dann verstehe ich auch Leute, die sagen, ich kann dazu einfach nichts beitragen. Es gibt auch Musikgenres, wo ich sage, da kann ich nichts dazu beitragen, ganz ehrlich, weil ich kann das nicht verstehen, was da passiert, so sehr ich mir Mühe gebe. Das heißt nicht, dass wir nur unsere Lieblingsmusiken erforschen sollen, um Gottes Willen, ja. Aber ja, es hat Vorteile und es hat Nachteile, diesen Bezug zu haben. Ja. Und ich glaube, gerade wenn man anfängt, Forschungsarbeiten zu schreiben, ist es ein Vorteil. Aber muss es reflektieren. Hast du noch was aus deiner Zauberkiste an Büchern, die du uns sehr gerne nahelegen würdest? Ich sehe da nämlich die ganze Zeit Gender and Sexuality. Das würde nämlich ganz gut passen, weil wir letztens auch die Tanja da hatten. Die Tanja ist ja auch eine Wissenschaftlerin, die sehr viel geschrieben hat und geforscht hat, soziologisch. Zu Metal und Geschlecht gibt es da tatsächlich sehr, sehr viele Publikationen. Genau. Also eigentlich, wenn man schaut, das ist das Walzer-Buch, eines der ersten, ich glaube, es war 1993, der ist auch schon im Titel Power, Gender and Madness in Heavy Metal Music. Sieht man schon am Cover, was da drauf ist. Genau. Also, na klar, dieses Thema Geschlecht ist von Anfang an präsent. Und das ist eine Herausgeberschaft von Florian Heesch und Niall Scott, die ist auf die zweite internationale Konferenz gefolgt, 2009, und die war zu Metal und Geschlecht und zu Sexualität. Okay. Und was da auch ganz witzig ist, da haben der Florian und ich hatten auch eine Podiumsdiskussion, wo auch Doro Pesch zum Beispiel dran teilgenommen hat, Angela Gosso. Also was mir auch immer wichtig ist, die Leute selber halt auch mal sprechen zu lassen. Genau, Britta Görz und Sabine Klaas waren damals noch dabei. Also das haben wir auch versucht, so mit aufzunehmen. Ja. Und Gender ist sicher auch eines der weiterhin am stärksten erforscht. Ich eben vielleicht noch, weil wir ja auch in Österreich sind. Das ist auch von einer Kollegin, von der Susanne Sackel-Scharif, eine ganz tolle Studie zu Gender, Metal und Videoclips. Die hat sich mit Metal-Fans auch Musikvideos angeschaut und mit ihnen darüber gesprochen. Also so in Fokusgruppen. Ja, was machen die damit, die Leute? Was sehen die darin? Ist für sie wichtig? Auch eine ganz tolle Diss. Ne? Ja, es gibt viel zu lesen. Ja. Ich hätte jetzt noch eine Frage, wie kommt man dazu, dass man die Angela Glosso, also was sind so die Kontexte, die du hattest mit der Angela? Ich habe sie nicht eingeladen, das war der Florian Heesch, der das organisiert hat. Er hat mich nur gefragt, ob ich eben beim Podium mitsprechen will.
Sie hat einen Rolling-Workshop, glaube ich, im Rahmen dieser Konferenz auch gegeben. Ja. Sehr cool. Ja, auch diese Praxis mal ernst nehmen. Ja. Ich meine, wir haben auch an der Musikuni ja ganz super viele Ausbildungen zu klassischem Gesang, auch zu Jazz und Populargesang. Warum wird nicht Rolling unterrichtet oder Screaming eigentlich? Warum? Sehr cool. Ja. Peter, Angela, nächster Interviewgast, Scene Talkers, let's get big. Aber cool. Ich glaube, da habe ich so auf YouTube sogar das ein Video gesehen. Wenn es der war von der Tagung, das kann es, aber das war einer in Deutschland, glaube ich. Nämlich, den gegeben hat. Super cool. Mhm. Spannend. Das war ein fettes Ding, wirklich mit 200 Leuten damals gleich. Also das war wirklich großartig. Ja. Na cool. Danke auf alle Fälle für die ganzen Infos. Ich glaube, wir haben jetzt eher wir könnten noch ewig drüber reden. Mhm. Ja. Aber ich glaube, wir haben jetzt mal einen Einblick gebracht. Danke auf alle Fälle, dass du gekommen bist. Ich bedanke mich bei euch nochmal. Wie gesagt, gerne schreibt uns Comments, fragt nach für Leute, die jetzt gerade vorhaben zu studieren oder sich in ihrem Studium damit beschäftigen wollen. Auch gerne Fragen an uns. Ich kann das auch gerne weiterleiten, wenn es spezielle Fragen dazu gibt. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Kommen, danke fürs Zuschauen. Stay big und share, like, subscribe, was auch immer. You know what to do. Kids out there. Genau. Wir unterhalten uns jetzt weiter über True Cult und Robert. Nein. Ciao. Gut. Auf was sind wir kommen?